Rebecca? Let's regroup. Okay. Let's regroup. Los. Achso, stimmt. Ich sollte ihr vielleicht die Schrotflinte wiedergeben. Dann müssen wir noch mal kurz einen Abstecher in die Haupthalle machen. Siehst du, dann ist es ja völlig okay, dass wir die Affen schon weggeräumt haben. Da müssen wir ja jetzt sowieso wieder hin. Ach, was mache ich denn? Austauschen. Ich will dafür die Mollys wieder haben. So, ja, munitionstechnisch sieht es jetzt wieder richtig beschissen aus, muss ich zugeben. Ich habe halt ein bisschen was verbraucht jetzt auch an den Affen. An den Zweien, als ich die platt gemacht habe, habe ich halt nur Pistolen benutzt. Hatte auch ein paar Schuss gekostet. Ich glaube so 15 bis 20. Bisschen mehr als ein Magazin dürfte es gewesen sein. Naja, was willst du machen? Die anderen Türen, habe ich das vorhin in der Aufnahme gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es jedenfalls jetzt nochmal probiert gehabt, ob man die vielleicht doch irgendwie auch aufmachen kann. Aber das ist wirklich die einzige Kachel, die irgendeinen Mechanismus beinhaltet. Oh, sind wir langsam heute. Also man kann nur diese eine Tür mit irgendeinem Mechanismus öffnen. Die anderen beiden sind wirklich zu. Momentan zumindest. Aber daran wollen wir was ändern. So, ja, hier drin plätschert es jetzt auch schön. Ich habe das vorhin beim ersten Mal gar nicht mitgekriegt. Das Wasser stand ja auch wirklich jetzt bis unter diese unter diesen Metallboden halt. Gitter heißt es. Ach, haha. Ich bin gerade nicht drauf gekommen. So, ich glaube, ich nehme gerade den längeren Weg. Naja, was soll's. Ist egal. Oh, wartet da unten nicht noch ein Zombie? Mir war so, als hätte ich dort einen gelassen, wo er war, weil ich keinen Bock hatte, ihm Platz zu machen. Wow! Wow! Nicht doch! Hier unten sind auch Affen. Na toll! Den Weg gehe ich nicht nochmal. Billy? Ja. Lass mich mal durch. Oh, lasst mich... Ihr blöden Primaten! Lasst mich in Ruhe! Springt hier von mir aus weiter rum, aber lasst mich in Ruhe! Meine Güte! Lästiges Flohpelzpack. Ist noch gesund, natürlich. Warum sollte Billy auch was passiert sein? Ach! Halt! Hier wollen wir lang. Ach, nee. Hier ist was los. Ich bin eigentlich total dämlich, denn ich muss ja noch nicht mal in die Haupthalle. Ich muss ja eigentlich wirklich... Oh, shit, ich hätte vielleicht auch auf Regroupen drücken sollen. Ich muss ja eigentlich auch wirklich in den Besprechungsraum. Ich muss ja noch nicht mal hier in die Haupthalle. Ja, man sollte seine Gedanken ab und zu beisammen nehmen. Ich war jetzt noch so unter dem Eindruck der beiden Affen, die schon wieder auf mich, ja, die mir schon wieder aufgelauert haben. Naja, was soll's. Gut, sind wir wieder an altbekannter Stelle. Und diesmal ist meine Vermutung, dass der, was mache ich denn? Dass der Greifhaken tatsächlich was bringt, auch ein bisschen größer als draußen an der Säule. Come on. Na? Ja. So, wir statten uns erstmal neu aus. Ich würde sagen, nein, wir nehmen nicht das Spray. Das Spray lassen wir erstmal. Wir haben hier noch irgendwo ein gemixtes rumliegen. Ich glaube, das hier dürfte es sein, oder? Gemischte Kräuter? Gemischte Kräuter, wunderbar. Die nehmen wir gerne mit. Rebecca bleibt gelb, die lassen wir so. Ich glaube, ansonsten haben wir unten nichts, was wir irgendwie wirklich nutzen können. Oder, was liegt da noch? Billy, wo stehst du drauf? Was ist denn das hier? Rebecca? Ach, das ist die blaue Pflanze, oder was? Ich glaube, das war die blaue Pflanze. Gut, dann lass uns mal hoch in den Besprechungsraum gehen und dann sacken wir dort mal den Greifhaken ein. Ich bin fest davon überzeugt, dass der uns jetzt weiterhelfen wird. Schauen wir einfach mal. Okay. So, hat noch jemand zwei Platz? Ja, Billy. Ich habe immer noch diese scheiß Magnum-Munition. Die muss ich mal loswerden. Aber ich will sie jetzt eigentlich auch nicht hier hinlegen, weil... Also, weder hier noch unten in die Haupthalle, weil es einfach weit ist. Ich meine, wir haben ja hier nichts mehr zu tun, ne? Wie sieht's jetzt aus? Ja, okay. Passt so. Wir haben eigentlich alles bei uns, was wir brauchen. So, dann lass uns mal weiterziehen.
Hier hinten müsste ja die Tür sein, ne? Die hier ist das. Da müssten wir eigentlich wieder genau da draußen rauskommen. Und da hätten wir uns den ganzen Ärger mit den Affen sparen können, wenn ich einfach mal gleicher lang gegangen wäre. Anstatt erst da unten rumzukriechen. So, wunderbar, schön. Und ich hatte mich damals, als wir zum ersten Mal hier waren, schon gewundert, warum das hier so komisch eingebuchtet ist, das Ganze. Und dann ist dort eine Sackgasse. Beziehungsweise dann kommt dort eine Wand. So, wir wechseln wieder auf Rebecca. Hat er schon mal gesagt, Rebecca ist der Hauptcharakter. Ich habe das Gefühl, das Spiel kommt nicht so mit Wasserumgebung zurecht. Wasser und Feuer. Also die Elemente, da spackt es immer so ein bisschen rum. Aber heute scheint es generell nicht so einen guten Tag zu haben. Also der Computer mit dem Spiel. Scheint immer so tagesformabhängig zu sein bei meinem Computer. Aber das gerade mal mag oder nicht. Ich weiß auch nicht. Ist ein bisschen merkwürdig. Okay, in die Kapelle kann ja immer noch nur einer. Und ich glaube, Billy hat ja jetzt auch sowieso den Greifhaken. Das ist eigentlich... Nee, das ist doof. Wir müssen den an Rebecca geben. Denn wir erinnern uns an die Beschreibung von Greifhaken, an das Handbuch. Man darf bloß ein bestimmtes Gewicht haben dabei. So, lass mal austauschen hier. So, wunderbar. Dann kannst du dich jetzt auch hier draufstellen. Okay. I'll go alone. Okay. Nein, sie geht allein. Und dann darf sich Stuckiputz mal da reinwagen. Ist jetzt natürlich total genial. Moment, ich muss mal kurz schauen. Haben wir was? Ja, sie hat das Heilzeug. Weil sie ja schon gelb ist vom Leben her. Aber hey. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Da fällt mir ein. Ich glaube, ich gehe erstmal ganz, ganz kurz speichern, bevor ich hier irgendwas mache. Das ist mir ein bisschen lieber, als jetzt hier einfach weiterzuziehen. Denn falls ich da oben jetzt auf irgendein Arschloch treffe, das mir den Hals aufreißt oder irgendwas anderes, dann will ich nicht nochmal gegen die Fledermaus kämpfen müssen. Verständlicherweise, denke ich. So, schmeißen wir mal kurz den Mix hier auf den Boden. Und schnappen uns die Farbbände. Die hätte ich eigentlich mitnehmen können, hätte ich die zumindest zusammen. Naja, was soll's. Okay. Welches überspeichere ich denn? Nehmen wir mal das. Gut, dann haben wir zumindest diesen Fortschritt jetzt schon mal sicher, dass die Fledermaus tot ist und tot bleibt. Blödes Vieh. Fand ich nicht nett. So, hier drüben ist es, ne? Ja. Ich glaube, unter der Zeitung liegt unser Kräutermix rum. Oder? Ja, sehr gut. Ist manchmal gar nicht so einfach, seine Sachen wiederzufinden, die man gerade erst auf den Boden gelegt hat. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Jetzt sieht es ja noch viel rümpeliger aus als vorher, habe ich das Gefühl. Greifhaken, ahoi! Oh, es geht, wunderbar. Ich freue mich. Der gute alte Greifhaken. Und natürlich gibt es hier oben auch eine Leiter, so ein Zufall. Diese Zufälle wieder. Ja, da klettern wir natürlich auch gleich runter. Hier oben war ja nichts. Ich vermute mal, wir kommen jetzt auf der Rückseite. Ja, klar kommen wir auf der Rückseite raus. Und können hier irgendwo ein Gitter öffnen. Ein Gittertor. Ja, genau. Das ist wohl so, wie ich das vermute. Diese Tür war nämlich, glaube ich, von der anderen Seite verschlossen, als ich das vorhin probiert habe. Und jetzt wurde sie aufgeschlossen. Grandios. Das heißt, wir können uns jetzt den Weg über die ständig verschlossene Tür sparen. Und können... Oh, sie lässt die Tür gleich offen. Das ist nett. Und können hier gleich direkt durchgehen. Billy, kommst du? Ja, er kommt. Sehr gut. So, wir haben hier ein rotes Kraut. Haben wir denn zufälligerweise auch ein grünes? Moment, ich werde das mal kurz markieren. Nur damit wir schon mal wissen, dass es da steht.
Wir haben ja ansonsten auch keine Grünen mehr auf Vorrat, glaube ich, ne? Übrigens, diese Tür, das hatte ich vorhin auch noch mal kurz probiert. Die braucht offenbar irgendwie Strom. Den haben wir nicht, aber ich habe gerade schon gesehen, hier hängt doch was. Hier hängen Kabel raus. Dieser Trennschalter scheint die Stromzufuhr zum Aufzug zu regeln. Den legen wir natürlich mal um. Ich hoffe, es kommt kein Gegner, wenn wir das tun. Sehr vertrauenserweckend. Aber zumindest haben wir dann jetzt Licht davon. Das ist auch nett. So, ansonsten war hier ja nichts hier hinten, ne? Nee. Okay, dann geht's auf nach unten. Dann haben wir hier nichts mehr zu tun. Moment, geht's hier irgendwie? Nee. Ich wollte bloß mal gucken, ob man da reinkommt, aber sieht nicht so aus. Dann fahren wir doch mal Fahrstuhl. Weiß nicht, ob ich mit dem Ding fahren wollte, aber man hat ja keine große Wahl hier. Okay. Sieht ja ganz schnieke aus von innen. So ein bisschen alter Charme, aber ein bisschen charmant ist es ja. So ein alter, verrotteter Charme, so wie abgebröckelter Putz. Oder wie so eine alte, aufgetakelte Dame, die früher mal jemand war und dann immer herausgeputzt rumläuft, aber mittlerweile eigentlich schon alt und schrullig ist. Wisst ihr, was ich meine? Ach, ist egal. Ich bin gerade irgendwie seltsam. Eine Treppe führt nach oben, aber sie ist eingestürzt und kann nicht benutzt werden. So ein Ärger aber auch. Das ist jetzt das Untergeschoss von der Kapelle oder wo sind wir? Könnte sein. Ich weiß es nicht. Gut, gehen wir einfach mal durch die Tür und schauen, wer uns dahinter erwartet. Irgendjemand wartet doch hier bestimmt auf uns, oder? Bitte kein Glibbervieh. Und keine Fledermaus? Niemand. Oh, ich freue mich. Hier ist tatsächlich keiner. Erstmal alles sichern. Ich traue der Sache nicht so. Oh, müssen wir schon wieder mit dem Greifhaken rumspielen? Gut, wir merken uns das mal. Ich schaue es mal ganz kurz hier mich um. Wir haben ja gerade schon gesehen, da drüben lag ein Dokument rum. Das wollen wir natürlich gleich lesen, aber erstmal schauen wir weiter. Ein paar Sammelteller. Sie sind so staubig, dass sie die Bilder nicht erkennen können. Das war die falsche Taste. Ich wollte doch hier hin. Okay, da ist eine Schreibmaschine in der Ecke. Das ist ein Safe-Raum. Und ich habe gerade gesehen, die Räume, in denen man den Greifhaken benutzen kann, die werden sogar auf der Karte markiert. Das Regal ist voller Biologiebücher. Das ganze Regal, Mensch. Was haben wir denn hier? Ein einfacher Lastenaufzug. Er scheint mit dem OP-Raum verbunden zu sein. Was für ein OP-Raum? Woher kennst du den OP-Raum? Zum OP-Raum schicken? Ja, von mir aus. Achso, wir könnten jetzt schon was reinschmeißen. Nee, ich habe ja noch nichts. Wir haben ja nichts. Woher weißt du irgendwas von einem OP-Raum? Ich meine, bisher sieht es nicht unbedingt nach Labor aus. Das stand zwar auf der Karte schon drauf. Oh, schön, ich sollte es mal ausschalten. Blödes Steam. Das stand zwar auf der Karte schon drauf, aber ansonsten haben wir noch nichts von einem OP-Raum gesehen. Na gut, dann wollen wir mal Lesestunde machen, bevor wir uns dann weiter bewegen. Marcus Tagebuch 2. Herausgerissene Seite. Vorsichtig wie ich bin, habe ich meine Babys in eine Spezialkapsel gesteckt. Aber bei mir sind sie nicht sicher. Ich muss sie verstecken. Ein Eichenblatt verstecke im Wald. Die Kapsel lässt sich nur mit einem speziellen Verdünner öffnen. Spencers Handlangern wird es niemals gelingen. Oh, Verdünner, da fällt mir was ein. Wir haben doch hier dieses grüne Zeug mal gesammelt, die grüne Chemikalie. Und da hatten wir doch ein Handbuch gelesen, wo was mit Verdünner auch drin stand. Lass mal kurz schauen. Wie war denn das? War das hiermit? Nein. Wahrscheinlich bei Akten 2 eher. Ich sehe es jetzt aber auch nicht auf die Schnelle. Okay, Akten 3 haben wir noch nicht. Da muss es ja doch hiermit sein. Das ist das mit 0800 gewesen, ne? Ja. Das ist es nicht. Stromregler, Gedicht, Mikrofilm, müsste der Insassen.
Ist das doch mit bei Akten 1? Richtlinien für Auszubildende ist es auch nicht, oder? Nee, das ist was anderes. Notiz des Zugführers. Hatten wir nicht dafür auch ein Dokument? Mir war so. Na gut. Wer weiß. Wenn wir es dann wirklich brauchen, also wenn wir dann mal eine andere Chemikalie noch gefunden haben, können wir ja immer noch schauen. So, jetzt benutzen wir aber erstmal den Greifhaken und schauen, wo wir hinkommen. Dann müssen wir Billy wieder zurücklassen, wie es aussieht. Deswegen wahrscheinlich auch der Lastenaufzug. Ich vermute mal, Rebecca wird jetzt komplett allein arbeiten müssen. Kann das sein? Okay. Zumindest scheinen wir hier sicher zu sein. Das sieht mir schon eher nach Büro, nicht nach Büro, nach Laborarbeit aus. Da ist ein Computer. Er springt nicht an, wenn sie den Netzschalter drücken. Du sollst nicht den Computer anschauen, du sollst eigentlich eher das Dokument anschauen. Dankeschön. Tagebuch des Laborleiters. Heute gemäß Marcus' Befehl Zugangscode für Plattform geändert. Ich fragte ihn, worauf der Code basiert. Er sagte, es hätte was mit dem Wachstum seiner Kinder zu tun. Aber er ist ein Einzelgänger, nicht verheiratet und hat auch keine Kinder. Was meinte er bloß damit? Seine komischen Egel, ich habe bloß keine Ahnung, inwiefern das zu irgendeinem Code hilfreich sein kann. Oh nein! Das war die falsche Taste. Das ist jetzt aber gar nicht hilfreich, muss ich sagen. Ich brauch's gar nicht probieren, ich habe nicht genug, um ihn platt zu machen. So, die Karte nehmen wir noch mit. Okay. Gibt's da eine Leiter irgendwo, eine Treppe? Ich sehe zumindest keine. Karte des Labors mitgenommen. Ja, dann lassen wir ihn doch einfach mal hier. Die Ecke dort können wir dann jetzt halt mal nicht anschauen, aber ich brauch's gar nicht erst zu suchen, das Vieh wegzuhauen. Das schaffe ich nicht. Hier ist ein Knopf. Das ist ein Knopf, ist richtig. Drücken? Ja, wenn wir einen Knopf haben, müssen wir ihn drücken, klar doch. Oh. Was? Oh. Das kommt davon, wenn man irgendwelche Knöpfe drückt. Den müssen sie nicht mehr drücken. Na, dankeschön. Ich hätte ihn zulassen sollen. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Das ist aber nicht hier, oder? Springt der hier irgendwo rum? Das ist doch eine andere Etage. Oh, ist das etwa bei Billy? Ich glaube, das ist bei Billy unten. Ups, verschlossen, okay. So, Moment, ich schaue nochmal kurz auf die Karte, da wird uns ja angezeigt. Die anderen beiden sind natürlich offen. Okay, hier ist nochmal ein Safe-Raum. Jetzt springen hier überall solche Glibberviecher rum. Das muss doch nicht sein, Leute. Ah, Stille. Diese anstrengende Gefahrmusik ist auch schrecklich. So, das Kraut können wir uns schon mal anschauen. Gut, da haben wir es schon mal gesehen und wissen, dass es hier steht. Ja, wirklich, außer den Farbbändern, beziehungsweise außer der... Halt. Hier gibt's doch Flaschen. Oh, sehr gut. Außer der Gelegenheit zum Speichern ist ansonsten nicht so viel hier. Achso, Quatsch, ich muss doch... Machen wir mal anders. Ich muss doch schießen können. Ich kann auch nicht meine Pistole weglegen. Und vor allen Dingen muss ich den Greifhaken nicht mehr mit mir rumschleppen. Zumindest vorerst nicht. Ich meine, wenn wir ihn brauchen, können wir ihn hier auch wieder abholen. Das ist ja nicht das Problem. So, das Benzin lag jetzt noch... Ah, es lag drüben beim Glibbervieh. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich geil. Wie sieht's denn hier aus? Ach nee, hier steht's doch. Ich bin blöd. Verschlossen. Die können sie nicht öffnen. Gar nicht? Okay. Dann halt nicht. Ist mir auch egal. Gut, dann basteln wir uns mal ein paar Molotow-Cocktails. Sehr gern. Haben wir zumindest ein bisschen was mit Durchschlagskraft. Ein bisschen mehr, sagen wir es mal so. Wir haben ja auch noch die Schrotflinte.
Aber so viel ist das alles nicht.